Willkommen zurück bei GTA 4. Ja, an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz kurz bedanken, dass doch einige Leute beim letzten Mal zumindest das Video angeklickt haben und einen kleinen Kommentar geschrieben haben. Daraufhin hat sich auch die Frage ergeben, warum mein Spiel so relativ gut läuft, dafür, dass es halt schon 16 Jahre alt ist. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Grafikglitches oder Bugs habt und auf dem PC spielt, ist wichtig, auf Konsole kann ich es nicht sagen. Ich habe im Videomodus eure Auflösung einstellen und dann hier kann man noch einstellen, wie viel Hertz, also die FPS quasi, sag ich mal, begrenzen. Hier unten dann noch V-Sync an und mit den Einstellungen hat es bei mir relativ gut funktioniert. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es auf Konsole ist, weil ich glaube, auf Xbox kann man es ja noch zocken, weil da kann man ja, glaube ich, keine FPS direkt einstellen, aber mit 60 FPS sollte es recht gut funktionieren und damit machen wir direkt weiter. Ich hoffe auch, dass die Videoqualität halbwegs hinhaut, weil ich habe festgestellt, mein altes Videoschnittprogramm, das funktionierte gar nicht mehr. Musste ich mich gestern erstmal wieder ein bisschen reinarbeiten. Musik habe ich ein bisschen lauter gemacht, allgemein den Ton. Jetzt gucken wir, ja gut, wir haben im Prinzip nur Roman. Wegpunkt markieren und let's go. Und letztes Mal haben wir ja noch die erste Mission für Roman gemacht, wo wir ihn vor den Kredithaien gerettet haben. Und da geht es auch direkt wieder hin. Wir haben beim letzten Mal noch eine Nachricht bekommen. Wollte ich jetzt mal kurz gucken. Nachricht von Roman. Er braucht Hilfe, wir sollen schnell vorbeikommen. Machen wir direkt. Haben ja sonst eh nichts zu tun. Ja. Hier ist eine. Weiß gar nicht, wie man die nannte. Ein spontanes Event oder so, aber nehmen wir jetzt mal nicht mit. Wir machen erstmal nur die Hauptmission. Eventuell, wenn wir später noch Zeit haben, nehmen wir den nochmal mit. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my lawn shark! Stop this! Huh? What of that? Who are you? Get out of here. What? Yes. Huh? My arm! What about you? Help me! Help me! Come on, Supak! Let her! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You Albanian pricks? Stronya! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! yeah, great! listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap, my computer and everything. Damit machen wir den nächsten Auftrag für Roman. Hab gerade wieder in der Zwischensequenz jetzt gesehen, dass es so ein bisschen rausgeglitscht ist, aber ich glaube, das gehört jetzt einfach mit dazu. Das Spiel ist halt jetzt auch schon, wann kommt es raus? 2008? Also über 16 Jahre alt. Und ja gut, ist halt, ich habe auch schon so ein bisschen gesehen, dass es scheinbar ein paar Missionen gibt, die ein bisschen verbuggt und verglitscht sind. Aber gut, das ist halt was, womit man einfach leben muss. Wir fahren jetzt erstmal Mallory und Michelle abholen. Mal hier kurz einen 180er Turn. Zack, schön. Das sah ja richtig peinlich aus. Hallo, Ladies. Hey, Nico. Thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? My place is over on Mohawk Avenue. Thank you.
Kurven wieder fast nicht gekriegt. Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Valerie, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just... Thanks for the lift, Nico. Yeah, thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Ja, wunderbar. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. Also ich werde auch versuchen, immer so, wenn irgendwelche, bei Zwischensequenzen sowieso, aber auch wenn die irgendwie solche Gespräche führen, da einfach ein bisschen meine Schnauze zu halten, um halt ein bisschen die Story hervorzuheben, weil es ja so der Sinn und Zweck von den ganzen Videos eigentlich ist, um nochmal die Story vor GTA 6 zu erleben. So, Klamotten kaufen, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Dann zeig mal her hier. Ich würde sagen, wir holen uns einfach eine neue Hose, am besten so eine 0815 Jeans oder ein paar neue Schuhe. Weil die Jacke will ich eigentlich behalten, die ist so ein bisschen, ja, nostalgisch. Mal hier Jeans. Ach, das war so, man konnte ja gar nicht hin und her switchen, sondern musste immer dann zu den anderen Kleidungsstücken hingehen. Ach komm, wir nehmen einfach hier die 0815 Jeans. Zack. Jawohl. Das dürfte reichen. Natürlich reicht das. Ja. So. Roman hat sich noch nicht gemeldet, das heißt. Ach so, wir rufen den gerade selber an. Okay. Hey Roman, I got some clothes. Looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, haben wir... Nee, wir haben noch keine Mission. Man konnte auch immer hier... Wir rufen einfach mal Michelle an, mal sehen, ob die sich direkt meldet. Und direkt zu der Mission springen kann. Hey, Michelle. Ah ja, perfekt. It's Nico, Roman's cousin. Oh, hi. How's it going? Good. I was wondering if you wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That could be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place, whenever? See you soon. Ja, am besten jetzt, ja. Roman ruft an. Nico, Glitter has me cornered in the court. Under the L train on Firefly. What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want. Or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys. Let's be reasonable. Ja, das wusste ich noch, dass sobald du da hinfahren willst, Michelle, dann direkt von Roman angerufen wirst, weil der von diesen, ich glaube, Kreditteilen, die wir das letzte Mal verjagt haben, also vor quasi 5 Minuten, sie den dann wieder finden und den verprügeln wollen. Deswegen Bros for Hoes. Das Lied ist safe, nicht copyrightfrei. Ich hoffe einfach mal, dass das Video nicht gesperrt wird, weil ich habe gar keinen Bock, komplett ohne Musik hier zu spielen. Das gehört irgendwie mit zur GTA dazu. So, grüßt ihr! Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Shit! There he is! Keep on Fat Boy here and I'll talk to him!
are problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Wie war das mit Leertaste ausweichen? Ja. Jo, das war ja schnell, schön. Grüß dich. Oh! Junge, das ist so ein Rentner-Scheiß hier. Das hat auch schon mal besser funktioniert. Das ist ja peinlich hier. Komm, ich geb dir noch einen mit. Zack, fall mal um, Mensch. Also ich habe irgendwie mehr eingesteckt, als ich mir vorgenommen hatte. You are right, cousin. Yeah. Fine. Fucking loan sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Also dieses Kampfsystem, das kenne ich natürlich jetzt von GTA 5, weil ich GTA 5 zuletzt relativ viel gespielt habe. Und da ist es gefühlt ein bisschen angenehmer und interaktiver, will ich es mal nennen. Aber hier, da musst du halt ein bisschen Moment drücken. Ansonsten kriegst du direkt immer eine gescheppert. Junge, also diese Kurven hier zu nehmen, ist geisteskrank. Also hier muss man schon 100 Meter vor der Kurve erstmal komplett eine Vollbremsung machen, um halbwegs rumzukommen. Ja, das gehört zu GTA 4 dazu, das ist dazu. Ich dachte, der biegt links ab. War nicht so. Aber die Fahrt ist ja sowieso gescriptet, also ich kann ihn sowieso hier nicht einholen. Ich habe, glaube ich, nicht mal eine Waffe. Ne. Hier vorne müssen wir jetzt links. Ja. Wieder fast nicht geschafft. Let's go. So, jetzt bin ich mal gespannt. Boah, naja, genauso war das geplant. Moin. Ich glaube, wenn der mich jetzt zwei, drei Mal trifft, dann bin ich direkt tot und dann war's das. Ja, ein bisschen aufpassen mit den Gaskanistern. Ja, genau das meine ich. Das Messer konnte man doch irgendwie klauen. Genau, perfekt. Will eigentlich diese Zwischensequenz triggern. Naja, perfekt. Das weiß ich nämlich noch, hier gab es immer so eine Zwischensequenz. Der stellt sich jetzt hier hin, jetzt kann sie, glaube ich, die Faust nehmen und den hier runterschubsen. Ja, epic. Ja gut, ne? Also, was muss, das muss. Und die anderen beiden sind ja auch nicht tot, die sind ja bloß bewusstlos geschlagen. Also alles gut. Ja, aber wir haben ja schon ganz gut kassiert, das hatte ich mir irgendwie ein bisschen smoother vorgestellt, aber... Ja, gut, ne? Darden ain't a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Müssen wir uns irgendwo gleich erstmal einen Hotdog reinpfeifen, um wieder ein bisschen Gesundheit aufzubauen. Shylocks like Darden. They always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgarin. He lived on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. The
you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. Thank you, cousin. I'll see you later. Jo, kein Stress, ne? Denn wir haben jetzt erstmal ein Date. Ich würde sagen, wir machen sogar direkt uns auf zu Michelle. Haben jetzt sowieso von Rollman erstmal keine Mission mehr. Was haben wir eigentlich bei Radiosendern hier? Radio Proger? Das habe ich schon früher immer gehört. Was war denn das? Nee, das war's nicht. Liberty Rock war, glaube ich, ganz cool. Kommt aber gerade Werbung, was nicht so cool ist. The Vibe. Elektroschock, wo ist denn das? Die Musik könnte ich mir auch selber welche festlegen. Die Elektroschock, da ist es. Na ja, gut, das ist auch nicht so. Vladivostok. Da waren wir doch vorhin gerade, oder? Ich glaube, Vladivostok ist es. So, lass mich mal kurz hier raus. Denn wir sind da bei Michelle. Ach, jetzt kriegt man noch gesagt, was wir alles machen können. Ja, Kabarett mit Komiker ansehen. Ja, habe ich nie gemacht. Aber soll wohl ganz lustig sein. Habe ich mir sagen lassen. Ah ja, da können wir auch mal hingehen. Ich glaube aber zum Beispiel von Jacob, da brauchte man eine bestimmte Prozentzahl an Freundschaft, dass man von ihm dann die Waffen quasi günstiger kauft.